Wissen Sie, wer den Klettverschluss erfunden hat und welchem bionischen Prinzip er folgt? Haben Sie sich schon einmal Gedanken über die Energie springender Bälle gemacht? Haben Sie schon einmal Wassertropfen und Tropfen anderer Flüssigkeiten miteinander verglichen? Diese sind nur einige der spannenden Fragen, die das Schulbuch Natech für die 3. und 4. Klassenstufe aufgreift. Natech ist eine Schulbuchreihe für das naturwissenschaftliche technische Lernen in den Klassenstufen 1 bis 6 der Schweizer Primarstufe. Die Werkreihe ist im Schulbuchverlag Plus AG und im Lehrmittelverlag Zürich erschienen. Für jeden Doppeljahrgang liegt jeweils ein Schulbuch, das sogenannte Themenbuch, sowie ein Forschungsheft für Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler vor. Zudem gibt es eine eigene Plattform der Verlage, auf der umfangreiches, editierbares Unterrichtsmaterial zur Verfügung steht. Im Sinne der Kontinuität des naturwissenschaftlichen Lernens ist Natech spiralkurrikular konzipiert. So werden grundlegende Konzepte wie beispielsweise Energie, Vielfalt oder Entwicklung in allen Jahrgangsbänden aufgenommen und mit aufsteigender Klassenstufe stets mit komplexer werdenden Inhalten verbunden. Die Kinder werden mit Natech 3-4 auch systematisch und kontinuierlich in die fachspezifischen Arbeitsweisen der Naturwissenschaften und der Technik eingeführt und üben diese in verschiedenen Themenschwerpunkten. Durch den Forschungskompass berücksichtigt das Forschungsheft stets die verschiedenen Phasen eines systematischen naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozesses. Die vielen Fotos von Schülerproduktionen bieten eine gute thematische Verbindung zu der Lebenswelt der Kinder. Die Anschlussfähigkeit an das naturwissenschaftlich-technische Lernen ab der Klassenstufe 7 ist stets im Blick. Eine konsequente Kompetenzorientierung und Fachorientierung ist gegeben, ohne jedoch auf die notwendige Lebensweltorientierung für Primarstufenkinder zu verzichten. Und genau hier liegt die besondere Stärke von Natech 3-4. Die Schulbuchreihe ist den fachlichen Ansprüchen des Sachunterrichts verpflichtet, bindet zugleich aber die konkrete Lebenswelt der Kinder im Alter von 8 bis 10 Jahren verbindlich ein. Auch wenn der Schwerpunkt im naturwissenschaftlich-technischen Bereich liegt, werden dennoch auch andere Sachaspekte aufgenommen, wie technikgeschichtliche Themen oder übergreifende Themen wie Identität oder Freundschaft. Abschließend möchte ich als Sachunterrichtsdidaktikerin die Verlage anregen, auch für den anderen Bereich des Sachunterrichtes, das gesellschaftswissenschaftliche Lernen in der Primarstufe, eine vergleichbar qualitätsvolle Schulbuchreihe zu konzipieren. Ich gratuliere den Autoren, dem Autorinnen-Team und den Verlagen zu diesem preiswürdigen Schulbuch. Ich beglückwünsche Sie zur Auszeichnung Schulbuch des Jahres 2020 in der Kategorie Sachunterricht.